Heute Donnerstag, 1. Dezember 2022, feiert der HC Fribourg-Gottéron sein 85. Jubiläum. Leo, du bist am 12. Januar 1929 geboren. 1937 bist du nicht ganz 8-Jähriger gewesen. Da auf dem Teich da. Und da auf dem Teich hast du gespielt? Ja, ganz klein, das sind meine grossen Brüder gsi, das sind meine grossen Brüder gsi. Mit denen bin ich da gekommen. Kannst du wieseln? Ja. Ja, super. Lass mal, hier, wir sehen, naja, der Gerät macht die Wisch. Ich wir da gekommen. Und da ist einer von unseren Jungen ins Wasser gekommen. Heute Donnerstag, 1. Dezember 2022, feiert der HC Fribourg-Gottéron sein 85. Jubiläum. Ein Club mit dieser Geschichte, es ist sensationell zu sehen, was der Club alles geleistet hat in den letzten Jahren. Es ist immerhin der Club, der am längsten in der Nationalliga ist. Und ich habe riesen Freude mit diesen ehemaligen Gründungsmitgliedern. Es ist keiner mehr da, aber die ersten Spieler, die da noch im Teich gespielt haben, zusammen zu sein, das ist wirklich schön. Wie sieht die Zukunft vom Club? Ja, sehr zuversichtlich. Jetzt mit der neuen Eishalle haben wir natürlich auch andere Möglichkeiten, sei es im Sponsoring oder im Ticketing, dass wir die nächste Etappe machen. Und wir würden gerne in den nächsten Jahren mal den Titel holen. Das sind wir, als ich 9,5-Jähriger war. Fünf kommst du mit mir die Gottéron gucken. Ich sage ja. Und dann hat es angefangen. Angefangen, alle Jahre ging ein bisschen mehr und ging ein bisschen mehr. Und dann haben sie beim Malte ein paar zusammengekommen und haben gesagt, wir könnten doch auch einen Club gründen, oder? Nein, da zusammen. Das wird es nie kommen. Nein, habe ich gesagt, das wird schon kommen.